In diesem Video geht es um die sogenannten Geschwindigkeitsvektoren. Das sind Größen, die wir in der Physik üblicherweise mit kleinen lateinischen Buchstaben darstellen, mit einem Pfeil drüber. Und da es sich dabei um Geschwindigkeitsvektoren handelt, oft wird dieser lateinische Buchstabe ein kleines v sein. Was die Geschwindigkeitsvektoren sind und wozu sie gut sind, was man alles damit machen kann, möchten wir uns hier an einem kleinen Beispiel anschauen. Wie so oft sind die Zahlen, die hier vorkommen, nicht immer sinnvoll. In diesem Beispiel geht es mehr oder weniger darum, dass die Zahlen so sind, dass man auch die Dinge auch im Kopf schnell berechnen kann. Okay, die Situation ist folgende. Eine Schwimmerin schwimmt mit einer Geschwindigkeit v Schwimmerin von 1 m/s von einem Flussufer zum anderen. Das Wasser im Fluss bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v Wasser von 0,5 m/s. So, hier haben wir jetzt eine Darstellung. Das sollen jetzt die beiden Ufern sein. Diese sind 5 Meter voneinander entfernt. Die Schwimmerin soll jetzt hier starten. Und da setzen wir auch den Ursprung unseres Koordinatensystems. Das soll jetzt der Punkt 0,0 sein. Und damit alles auch im gewissen Sinne kanonisch ist, sagen wir, das Wasser bewegt sich jetzt hier von links nach rechts. Dann haben wir eine natürliche Richtung, da wo normalerweise auch die x-Werte hier nach rechts auch steigen würden. So, wenn wir uns jetzt überlegen, wo befindet sich die Person nach einer Sekunde, haben wir einmal die Komponente sozusagen, dass wir uns um einen Meter Richtung in Richtung dieses Ufers bewegt haben, und gleichzeitig werden wir auch vom Wasser bewegt, sodass wir nach einer Sekunde den Punkt 0,51 erreicht haben. Hier nochmal sorry wegen des Punktes hier. Es ist für mich wesentlich einfacher, hier einen Punkt hier zu schreiben, obwohl wir natürlich hier das als 0,5 lesen sollten. Nach einer weiteren Sekunde befinden wir uns in dem Punkt 1,2 und so weiter, 1,53, bis wir in dem Punkt 2,55 das gegenüberliegende Ufer erreicht haben. Ja, wir haben schon intuitiv an dieser Stelle Folgendes gemacht, und zwar die Schwimmerin hat gleichzeitig zwei Bewegungen durchgeführt, und zwar handelt es sich bei diesen Bewegungen um folgende. Wir stellen uns erstmal vor, dass die Schwimmerin sich von selbst eigentlich nicht bewegen würde, sondern sich diese 5 Sekunden lang vom Wasser treiben ließe. Dann würde die Bewegung so aussehen, diese werde ich jetzt hier rot darstellen. Wir starten wieder hier und werden vom Wasser pro Sekunde um 0,5 Meter bewegt, bis wir nach 5 Sekunden diesen Punkt hier erreicht haben. Andersrum, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir schalten jetzt das Wasser aus oder die Bewegung des Wassers, dann könnte die Schwimmerin einfach hier geradeaus sich bewegen. Diese Bewegung stelle ich jetzt hier in blau dar. Wir starten wieder hier und bewegen uns zum dem gegenüberliegenden Ufer. So, an dieser Stelle sieht man auch direkt, dass diese Bewegungen auch irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Bei den roten Bewegungen stimmen die X-Koordinaten mit der X-Koordinaten der schwarzen Bewegung überein, und bei den blauen Bewegungen und der schwarzen Bewegung sind die Y-Koordinaten gleich. Und diese Strecken, die zurückgelegt wurden, kann man auch mit Pfeilen darstellen. Das wird gleich eine wichtige Rolle spielen. Und zwar könnte man sich vorstellen, wie kann man jetzt hier diese Position hier ermitteln. Wir können zuerst die rote Bewegung mit Hilfe eines Pfeils hier darstellen. Und dann, um die Position zu ermitteln, brauchen wir diese Gleichzeitigkeit eigentlich gar nicht. Wir können uns für eine kurze Zeit das so vorstellen. Wir bewegen uns einmal nach da. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, bewegen wir uns nach oben. Das wäre dann die blaue Bewegung. Und insgesamt haben wir uns hier von dem Fuß des roten Pfeils
zu der Spitze des blauen Pfeils bewegt und erreichen diesen Punkt. Nach der zweiten Sekunde kann man das Gleiche natürlich auch wiederholen. Wieder ein Stück der roten Bewegung, ein Stück der blauen Bewegung. Und insgesamt haben wir uns nach da bewegt. Und das kann man auch hier so weit fortsetzen, bis wir das zweite Ufer erreicht haben. Und diese Pfeile hier, die sehen auch, also mit diesen Pfeilen könnten wir auch gleichzeitig unsere Geschwindigkeiten hier darstellen. Das rote Pfeil, das ist ja halb so lang wie das blaue, zeigt nach rechts. Also das könnten hier diese 0,5 Meter pro Sekunde sein. Und das blaue Pfeil, das wäre dann die Geschwindigkeit V-Schwimmerin. Wie gesagt, betragsmäßig doppelt so groß, deshalb doppelt so lang. Die Richtung aber senkrecht dazu. Und die sogenannte resultierende Geschwindigkeit, die schwarze Geschwindigkeit hier von dem Anfang des roten Pfeils bis zu der Spitze des blauen Pfeils. So, im Prinzip ist das alles, wozu wir die Geschwindigkeitsvektoren brauchen. Mit den Geschwindigkeitsvektoren wollen wir die Richtungskomponente einer Bewegung mit einbeziehen. Es reicht hier in dieser Situation nicht aus, die Beträge dieser Geschwindigkeit zu kennen. Wir müssen auch wissen, wie diese zueinander stehen, wie sie ausgerichtet sind. Und die zweite Sache, die wir mit Geschwindigkeitsvektoren machen werden, ist, wie kann man jetzt zwei Bewegungen, die gleichzeitig stattfinden, zu einer resultierenden Bewegung dann zusammenfassen. Wir werden auch von einer sogenannten Vektoraddition sprechen. Also apropos Vektoraddition, hier die nächste Folie Geschwindigkeitsvektoren und Vektoraddition. Erstmal ein paar Stichpunkte, und zwar die Geschwindigkeiten werden in der Physik als Vektorpfeile bzw. Spaltenvektoren dargestellt. Das sind jetzt so Begriffe, die ich etwas präziser finde als das, was wir in der Schule sonst verwenden. In der Schule sprechen wir bei beiden Begriffen von sogenannten Vektoren. Also in der Schule verwendet man für beide Begriffe das Wort Vektor. Da werden wir selten dazwischen unterscheiden. Was die Spaltenvektoren sind, gucken wir uns gleich an einem Beispiel an. Das ist viel, viel einfacher, als es hier, als das Ganze hier vermuten lässt. So, bei den Vektoren, bei den Vektorpfeilen, entspricht die Länge des Vektors dem Geschwindigkeitsbetrag. Man muss natürlich dann sagen, 1 Zentimeter einer Pfeillänge, welcher Geschwindigkeit entspricht das Ganze. Wenn man das dann formuliert hat, kann man die Geschwindigkeitsbeträge durch Messen eines Vektorpfeils ablesen und die Richtung, in die unser Vektor dann zeigt, ist auch die Richtung der momentanen Bewegungsrichtung. So, dann haben Vektoren interessante mathematische Eigenschaften. Für uns ist wesentlich dabei, dass die Vektoren miteinander addiert werden können. Wir haben jetzt gerade schon intuitiv eine Vektoraddition durchgeführt. Jetzt möchten wir hier ein etwas allgemeineres Beispiel haben, um die grafische Addition noch besser nachvollziehen zu können. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne diese Spaltenvektoren und dann die Addition von den Spaltenvektoren erklären. Auch das ist auch relativ einfach. Um es besser nachvollziehen zu können, machen wir erstmal hier ein Raster und zeichnen einen Geschwindigkeitsvektor, die Geschwindigkeit V1, und das, was hier steht, wird gelesen 1,3 Meter pro Sekunde. Wofür stehen diese Zahlen? Die 1 oben ist die X-Koordinate und oder X-Komponente, besser gesagt, und die 3 ist die Y-Komponente. Das bedeutet, unser Pfeil geht von dem Fuß ein Kästchen oder eine Einheit nach rechts in die X-Richtung. Und die 3 steht dafür, dass wir von da aus drei Schritte in die Y-Richtung machen, und da ist unsere Pfeilspitze.
So, dazu wollen wir den Vektor V2 addieren. Grafisch bedeutet das, wir müssen an der Spitze von dem Vektor V1 den Fuß von V2 setzen. So, das zeichnen wir jetzt hier mit blau. Dann haben wir einen zweiten Vektor, eine zweite Geschwindigkeit. Wohlbemerkt, egal in welche Richtung diese Pfeile hier zeigen, bei der Schreibweise, bei der symbolischen Schreibweise zeichnen die Pfeile immer nach rechts. Ne? Also die sollte man jetzt hier nicht in, nicht in unterschiedliche Richtungen zeichnen. Dieser Pfeil hier drüber, der zeigt immer nach rechts, sonst wäre es, was die Darstellung angeht, falsch. So, zurück zu V2. V2 geht 1, 2 nach rechts und 1 nach unten. Das bedeutet, die X-Komponente hier ist 2 und da wir uns in die Y-Richtung nach unten bewegen, schreiben wir hier minus 1. Also V2 ist 2 minus 1 Meter pro Sekunde. Wenn wir beide Geschwindigkeiten addieren wollen, verbinden wir den Fuß von V1 mit der Spitze von V2 und erhalten hier den Vektor V3 und dieser ist gleich V1 plus V2. Tatsächlich wird dann auch bei der Vektoraddition ein Pluszeichen benutzt und wie kann man jetzt die Komponenten von V2, von V3 auch berechnen, ohne hier irgendwie Kästchen zählen zu müssen. Man addiert diese Spaltenvektoren komponentenweise, also 1 plus 2 hier und in der Y-Komponente 3 plus minus 1. Insgesamt ergibt es einen Spaltenvektor 3, 2 Meter pro Sekunde. Und wenn wir jetzt hier in die Zeichnung reinschauen, wir haben 1, 2, 3 Einheiten nach rechts und 1, 2 nach oben. Alles passt.